Spinal Q Pro ist eine hochentwickelte Stütze für alle Stadien von Rückenproblemen und Verletzungen. Das Produkt entlastet und unterstützt den Körper unter besonderen Belastungen und im Alltag. Und es hilft, Schmerzen im Nacken, in den Schultern sowie im oberen und unteren Rücken zu reduzieren. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie das Spinal Q an- und wieder ausziehen. Führen Sie das Spinal Q Pro hinter den Rücken. Lassen Sie die Arme durch die Ärmel gleiten und heben Sie die Arme hoch, um das Spinal Q Pro auf die Schultern gleiten zu lassen. Sorgen Sie zuerst dafür, dass die Schulterbänder richtig sitzen. Entfernen Sie danach beide Lendenbänder von dem Klettverschluss auf der Weste. Danach hängen Sie die vier Haken am unteren Ende der Weste in die gegenüberliegenden Ösen ein. Beginnen Sie mit dem untersten Haken und fahren Sie dann mit dem darüberliegenden fort. Die Haken zuerst zu fixieren, macht es einfacher, die Weste an Ihre individuelle Körperform anzupassen. Ziehen Sie vorne an dem unteren Saum ein bisschen nach unten und schließen Sie den Reißverschluss. Achten Sie darauf, gegebenenfalls die Seiten zueinander auszurichten, bevor Sie das letzte Stück verschließen. Ziehen Sie gleichzeitig an den beiden Lendenbändern und befestigen Sie diese auf der Vorderseite der Weste. Während Sie aufrecht stehen, ziehen Sie an den Schulterbändern nach unten Richtung Bauchnabel und befestigen Sie diese auf der Weste. Justieren Sie jetzt alle Neurobänder, sodass es sich bequem anfühlt. Für die Wahl der Größe ist Ihr Gewicht ausschlaggebend. Ihre Körpergröße ist weniger relevant. Wenn Ihre Körpermaße aber von der Tabelle erheblich abweichen, sollten Sie sich an uns wenden. Wir beraten Sie gerne. Sie können uns immer kontaktieren, wenn Sie Fragen haben. Wenn Sie das Spinal Q Pro ausziehen wollen, lösen Sie zuerst die Lendenbänder auf beiden Seiten. Sorgen Sie dafür, dass das Klettband von der Weste gelöst ist. Danach entfernen Sie die Schulterbänder von der Weste. Platzieren Sie diese auf den kleinen Klettflächen, die auf der Außenseite der Rippen angebracht sind. Dies ist wichtig, um zu verhindern, dass die Bänder nicht in den Austrittsschlitzen verschwinden. Sie können jetzt den Reißverschluss und die vier Haken öffnen und die Weste problemlos ausziehen.